Hey, Kinder, ich bin alt genug. Na, lass ihn doch mal selber entscheiden. Ja, er kann auch. Das ist auf allen Vieren hochkraxeln, ne? Was? Mhm. Jetzt das Kabel ablassen und bleibt am Stift hängen. Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. In diesem Video nehme ich euch mit auf einer kleinen Reise rund um Bielefeld. Wir haben einen mystischen Ort entdeckt mit einer alten Brücke, die aus dem 17. Jahrhundert stammt. Zusätzlich waren wir dann noch unterwegs und haben alte Fossilien gefunden, die 175 Millionen Jahre alt waren. Wenn er jetzt Kumpel wäre, ne? Ja. Was hast du denn? Was? Von wegen, das kann ich nicht. Oh, Schwundel! Das ist ein Schwundel! Komm doch! Der beißt! Doch! Der beißt! So, Piet? Ja? Piet, ja. Wenn du den Rucksack drunter klemmst, hast du mehr Höhe zum Durchrauben. Ja, aber dann kriegen die Sachen einen Schlag. Ja, genau. Durch den isolierten Rucksack. Ja. Nennt man EMP dann. Jetzt das Kabel ablassen und bleibt am Stift hängen. Ja, das ist gut. Voll durch die Nüsse. Kamera von vorne, Kamera von hinten. Kann man mal machen. War 36 Meter. Ist nicht ein Geocache. Warum sind wir hier? Erdbeeren. Um die Gegend zu erkunden für Piet. Nein, damit wir einen schönen Tag haben, würde ich sagen. Wir müssen noch ein bisschen. Ja, oder. Habe ich noch nie gegessen. Warum seid ihr hier, Jungs? Wegen der Walderdbeeren. Fauna, Flora. Und Jurassic Park. Klare Luft, weit zu blicken. Oh, hier ist noch eine. Ich gucke mal gerade da lang runter. Welche Warum? Vernaschen? Nee, bleib mal gerade hier. Ich weiß, ich bin hier jetzt nicht ganz sicher. Naschi machen. Mhm. Ja, ja. Die hier. Haben wir einen Garten. Göttlich. Hier ist so hellgrün. Das sieht schon gut aus. Wie sich das verändert hier. Komisch, ne? Ja. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr wie zwei, drei Leuten da oben dann bleiben wollen oder so. Weil wirklich nicht unbedingt so viel Platz ist. Mhm. Oder man müsste sich ein bisschen versetzt. Und ich bleib bei Mikey. Okay. Hey, Kinder, ich bin alt genug. Na, lass ihn doch mal selber entscheiden. Er kann auch. Das ist auf allen Vieren hochkraxeln, ne? Was? Mhm. Ja, das ist dein Ding, nicht mein Ding. Das kommt jetzt aber unerwartet. Ich genieße aber wir rocken das. Das Gezwitscher des Gevögels. Zone Brox. Wir sind gerade auf dem Weg nach unten und Mike kann nicht mehr. Er hat es mit den Knien und Rücken. Das kommt davon, wenn man älter wird. Ne? Und ja, jetzt diskutieren sie gerade darüber, ob Jens doch noch mitkommt. Auf jeden Fall, wir gehen erstmal weiter. Wir sehen ja, ob ein Nachzügler kommt oder nicht. Und dort unten zeige ich euch Fossilien. Er hat Mike zurückgelassen. Ich zeige euch jetzt mal, wie geil das hier eigentlich aussieht.
Das sind so eine Steinschichten, wo hier halt diese Fossilien drin sind. Und das fängt hier schon an. Und das ist hier überall. Also auf jeden Fall werden wir hier was finden. Ich habe hier schon so eine halbe Schnecke gefunden. Tatsache, das sind Muscheln. So, hier haben wir schon eine. Alte Muschel. Versteinert. Wie gesagt, hier ist auch eine. Und eigentlich braucht man nur so dran ziehen oder mit der Hacke gegen. Das kommt hier alles raus. Also hier findet man genug. Also man muss wirklich aufpassen, wie man mit den Sachen hier umgeht, weil die zerbröseln echt in den Händen. Und das wäre jammerschade, wenn so ein tolles erhaltenes Objekt kaputt geht. Bei Bernd heute Abend am Lagerfeuer machen wir dann die Doktorarbeit oder was? Wir hatten hier gesammelt. Ihr? Nee, die waren schon. Nee, waren schon. Oha. Aber guck mal hier. Wenn es nur ein kleiner Abdruck noch ist. Aber wir können den nicht mehr anheben, der bricht dann komplett auseinander. Jo, man könnte sagen, ein Traumort hier für jeden Archäologen, Dino-Fan, Dinosaurier-Fan wollte ich sagen. Ja, überall Muscheln und in der Hoffnung, noch andere Sachen zu finden, würde ich jetzt eigentlich den ganzen Tag hier bleiben. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Dino-Code. Dino-Code. Da kommt gerade eine Ringfront auf uns zu. Ja, hintereinander gehen ist problematisch, ne? So, ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gebiet. Ich verabschiede mich hier. Ich hoffe, euch hat das Gebiet hier auch gefallen. Wie gesagt, ich könnte hier stundenlang, tagelang verbringen, um einfach nur Fossilien auszugraben. Wer weiß, was man sonst noch findet. Dinosaurierzähne, Knochen oder wie auch immer. Das Interessante dabei ist ja, es ist ja Millionen von Jahren alt und ja, das macht es ja halt so spannend. Gut. Wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao.